Zurück in State of Decay. Wir sind kurz davor, bei der Armee mal vorbeizuschauen. Ups! Hier ist gar kein Eingang. Jetzt kommt natürlich direkt die Zombie-Horde hinterher. Da war ein Eingang. Aber hier vorne war doch noch ein Eingang. Oder wie sind wir da mal... Ne, wir sind hier rumgefahren. Meine ich. Genau, hier auf dem Parkplatz. Attention, citizens. If any of your loved ones have contracted what's being called Black Fever, we advise you to quarantine them immediately. While at this stage, the army does not believe the disease is communicable, its onset is extremely unpredictable. An unexpected death will lead to spontaneous reanimation. Das haben wir schon miterlebt, dass die Leute einfach wieder aufgestanden sind. Das hat jetzt aber keine Quest quasi getriggert. Look, a civilian. Hello, civilian. Ah. Die haben nichts zu erzählen, oder wie? Hey. Okay. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch jetzt nichts. Jacob. Ja. Das sind alles nur Nebenmissionen. Ich möchte irgendwie Hauptmissionen machen. Muss ich dafür irgendwas Bestimmtes tun, oder? Oder habe ich irgendwas übersehen? Gucken wir mal ganz schnell. Ein Wecker. Wer braucht einen Wecker? Diese Weckerkacke ist so nutzlos. Ah, ich hatte gehofft, irgendwie ein bisschen Medikamente zu finden. Ha. Ja. Das ist irgendwie ganz schön öde gerade. Wenn man irgendwie nichts zu tun hat, was relevant zu sein scheint. Da komme ich nicht raus. Bin ich jetzt einmal komplett falsch gefahren? Ich glaube schon. Ah, es sieht so aus. Tja. Das geht aber. Puh. Ach, ich habe die Markierung noch auf Militärbase. Deswegen fahre ich gerade die ganze Zeit im Kreis um meine Markierung. Ich dachte gerade schon, wieso ist die Markierung da? Headed out. Duly noted. Ist eigentlich irgendwo noch eine Base, die man sich für 19 Leute nehmen kann? Weil ich meine, wir haben gerade eine ziemlich gute Base, aber wenn ich mal so die Karte betrachte, dann ist hier... Na gut, ist noch nicht alles ausgestrichen. Ich hatte jetzt gedacht, dass mehr von der Karte weggestrichen wurde. Ich habe gelesen, irgendwann können einem auch die Ressourcen ausgehen. Also irgendwann ist die Karte leergefegt, dann ist das Spiel auch langsam vorbei. Oh, da steht ein Truck rum. Nehmen wir den nochmal kurz. Ich glaube, der Pizzawagen macht es nicht mehr lange. Oh,
Big Fat Zombie. Ah gut, das ist nur der Polizeizombie. Der kann eh nix. Ist der Schwächste von den Dicken. Kann ich irgendwie... Hey, I think we got a plan for getting out of this shithole. Meet us out by the pass, we'll go over it. Dankeschön. Bin ja nur jetzt... Moment, das mache ich auf jeden Fall zuerst. Bin ja jetzt nur einmal hin, zurück, hin, zurück. Läuft bei euch. Na, egal. Für Medikamente müsste ich eigentlich genug dabei haben. Hoffe ich zumindest, dass dieses Paracetamol und der ganze Schrott auch hilft. Wir werden sehen. Wenn nicht, ist Maya gleich Matsch. Was ein bisschen schade wäre, aber macht man halt nichts, ne? Weil mir die irgendwie, jetzt mal ausgenommen Markus, am sympathischsten ist. Was ich den Rest finde ich irgendwie, mit dem Rest hat man irgendwie nichts zu tun. Die spielt man zwar ab und zu, aber... Oh, lol. Da wäre ich beinahe in den Abgrund gefahren. Ah, oh, lol, da komme ich nicht rüber. Jetzt kommen natürlich die Zombies. Kannst du mal bitte... Oh, fuck. Zombie-Horde. Ja, genau, natürlich. Natürlich. Oh Gott, lauf, 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 Mädchen, lauf. Heilung. Ah, fucking shit. Ah, fuck, die wird gleich drauf gehen. Oh Gott sei Dank, Mission hat mich gerettet. This pass is the only way out of the valley and the army clearly doesn't want us leaving anytime soon. So why don't we just climb it? We don't know what's on the other side of that pass. We're going to need food, medicine, transportation, you know, the usual. So what? We tear it down? No way we can tear down this barricade by hand. Zeds would have us for breakfast before we made it 10 feet. Can we blast our way through? What? I'm thinking outside the box. No, I like it. It's got a certain devil-may-care panache. So, what's the plan? I guess we need to find some explosives. Big ones. What about the other survivors? We can't just abandon them and hope they figure out the problem with the water. You're right. Start putting out calls to everyone we know. Tell them to get ready to move. We're all getting out of here. Finale? Fragezeichen? Es klingt zumindest so. Oh yeah. Ein Breitschwert. Jetzt hier nicht wegsterben, Sergeant. Wir sind fast draußen. Bam, weg ist das. Hab ich jetzt irgendwie... Ah, fucking... Das ist doch... Darf an Munition. Oh, hi, Kumpel. Jetzt habe ich aber keine Mission. Aller... Such mal Sprengstoff, oder? Ich habe nur eine... Die mir sagt, dass ich mal Munition besorgen soll, okay. Tja. Muss ich sagen, oder erst die Munition. Bin ich gut, wenn unsere Verteidigung steht. Hol ich noch eben die Munition, dann dürfte eigentlich alles safe sein. Wobei ich mir jetzt wünschen würde... Oh, immer dieser Leck. Immer an derselben Stelle. Immer an dieser verkackten Kreuzung.
Ich würde mir irgendwie gerade wünschen, dass es... Ey, was könnt ihr eigentlich? Ich würde mal wünschen, dass es jetzt storytechnisch weitergeht. Ich meine, wir haben gerade den Tanner besucht. Der sagt uns ja, wir brauchen Sprengstoff, mehr oder weniger, so in Anführungszeichen. Jetzt passiert nichts. Also das muss ich nicht verstehen, oder? So, Munition. Erstmal falsch abgebogen. Läuft bei mir. Natürlich Zombie-Horde alarmiert. Was auch sonst? Hallo? Jemand zu Hause? Glaube nicht. Okay. Looks like this is good. Oh, hi. So, was haben wir denn hier alles? Hier ist schon mal nichts. Trotzdem. Weil Spiel Awesome willst, dass ich in den Raum reinrenne. Was haben wir hier? Wo ist ein Rucksack? Aha. Hier haben wir Munitionsreserven. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Erstmal vor Freude in die Luft springen. So. Was bist du denn? Ein Tischbein. Ach so. Natürlich. Habe ich sofort gesehen. Ich glaube, die Munition braucht halt dringender als die Waffe. Und dann können wir eigentlich auch schon nach Hause. Steigst du jetzt mal bitte in das Auto ein? Dankeschön. Theoretisch müsste ich ja eigentlich nur hier geradeaus fahren. Ach, jetzt sagt er Bescheid. Moment, ich bin doch falsch. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Let me guess. Hordes of shrieking, ravenous undead? Congratulations. You're less of a fuck up than some four-star generals, I know. Okay. Was können wir tun? Vorher liefern wir ganz kurz Munition ab. Und stopfen Maya mal mit Schmerzmittel, Futter und Munition voll, würde ich sagen. How's it going? I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Oh, kaltes Bierchen. I got nothing left. Das nehme ich immer noch mit Freuden. So. 25 Munition dürfte doch mal reichen. Dich braucht man nicht, dich braucht man nicht, dich braucht man nicht. Munition hast du sogar noch. En masse. Alles klar, brauchst du auch nicht mehr. Aber das könntest du, glaube ich, gebrauchen. Da. Bisschen davon. Mollys könnten wir auch mal drei mitnehmen. Für den kleinen Balken brauchen wir aber keinen. Schmerzmittel. So, wo möchte denn der Sergeant Tanner hin? Ach du Kacke. Ja, ich komme ja schon. We might have a problem here. What's up? We've been looking through some of the records the army left behind. Looks like before the main force pulled out. A bunch of soldiers got sick. Sounds like the same thing Alan and Pastor Will had. Anyway, they ran out of room in their infirmary, so they started putting the sick anywhere they could find room, including a certain warehouse. The warehouse I'm heading to right now? Yeah, that place is gonna be lousy with zombies. There's a thing. I actually had hope.
gute Voraussetzungen. In ein Lagerhaus voller verkackter Superzombies. Yes! Das ist der Traum. Das ist der Traum. Aber dafür haben wir ja die drei Mollys eingesteckt. Die werden das schon regeln. Hoffe ich mal. Wobei ich glaube, die Mollys waren gar nicht mal so geil. Aber egal. Die kommen zum Einsatz. Ich würde sagen, bevor wir gleich bei dem bei der Army wieder aufkreuzen, machen wir hier eine kurze Pause vorher. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut.